Das Junge Literaturbüro Lüneburg bringt euch in Kontakt mit Büchermachern. Heute mit mir. Ich bin Gerda Reit, ich bin Illustratorin und Autorin von Kinderbüchern. Ich habe schon eine Menge Kinderbücher illustriert, das heißt die Bilder dafür gemacht und einige auch selbst geschrieben. Nach Lüneburg eingeladen war ich mit einem Sachbuch und zwar mit diesem hier. Müll, alles über die lästigste Sache der Welt. Das ist auch eins von denen, die ich auch selbst geschrieben habe. Ich fand nämlich, Müll ist ein wichtiges Thema und deswegen sollte es darüber auch was für Kinder geben. Es gibt nämlich auf der Welt ganz schön viel Müll. Jedes Jahr machen wir ein bisschen mehr als noch im Jahr davor. Müll macht natürlich keiner mit Absicht, der entsteht so nebenbei bei vielen Sachen, die wir tun. Man sucht sich dann den nächstgelegenen Mülleimer und stopft den Müll hinein. Am besten schön getrennt nach Sorten. Die Mülleimer bringt man raus in die Mülltonnen und da kommt regelmäßig das Müllauto und holt den Müll ab. Und dann ist er weg, oder? Ja, leider ist der Müll nicht einfach weg. Der führt häufig sogar noch ein langes Leben. Im besten Fall verrottet er von selbst und verwandelt sich in frische Blumenerde für die Pflanzen. Oder man kann ihn recyceln, das bedeutet, man gewinnt das Material zurück und kann neue Dinge draus machen. Bei Papier funktioniert das ganz gut und bei Glas. Aber vielen Müll, den kann man gar nicht recyceln, den kann man nur irgendwo ablagern. Oder man verbrennt ihn, aber dann bleiben Reste übrig, die man irgendwo ablagern muss. Manchmal macht der Müll auch richtig große Probleme, zum Beispiel wenn man ihn in ärmere Länder schafft oder wenn er im Meer schwimmt. Und im Meer schwimmt ja inzwischen sogar ganz schön viel Müll. Ja, und deswegen, wegen dieser vielen Probleme, überlege ich dann immer mit den Kindern, wenn ich mit dem Müllbuch in Schulklassen eingeladen bin, was man gegen diesen vielen Müll tun kann. Und da gibt es ja Ideen, was man dagegen tun kann, denn der Müll besteht aus den vielen kleinen Dingen, die wir jeden Tag benutzen und wegwerfen. Man kann zu Hause mit ganz einfachen Mitteln schon dafür sorgen, dass viel weniger Müll entsteht. Das klappt ganz gut. Ich zeige das in meinem Müllbuch, aber jetzt zeige ich das einfach mal so. Ich höre auf den Lesungen dazu auch immer wieder gute Ideen von den Kindern. Aber im Moment gibt es keine Lesung und ich kann auch nicht nach Lüneburg kommen. Ich sitze an meinem Schreibtisch und arbeite an meinem neuen Buch. Weil das bei dem Müllbuch ganz gut geklappt hat, deswegen soll es auch wieder um Umweltprobleme gehen. Die Umwelt hat ja noch mehr Probleme, nicht nur das mit dem Müll. Ich will wieder mit vielen Bildern und kurzen Texten zeigen, was die Probleme sind und wie wir sie lösen können. Und weil ich nicht zu euch kommen kann, deswegen nehme ich euch jetzt mal mit an meinen Schreibtisch und zeige euch, wie ich das mache. Da sitze ich jetzt an meinem Schreibtisch, aber bevor ich anfangen kann zu zeichnen, muss ich erstmal selber ganz viel lesen. Alles, was man zu dem Thema wissen kann. Und dann muss ich mir Notizen machen, dass ich nichts vergesse und überlegen, wie mein Buch aufgebaut werden soll. Wenn ich weiß, wie das Buch ungefähr aufgebaut werden soll, dann fange ich an zu zeichnen. Aber erstmal auch so ganz schnelle, einfache Skizzen. Ich produziere davon so viele, dass ich die gar nicht alle aufhebe. Wenn man näher rangeht, dann sieht man, dass die schnell gemacht sind und recht einfach. Die dienen jetzt bloß dazu, dass man sieht, was auf den einzelnen Buchseiten später zu sehen sein soll. Die Skizzen scanne ich ein und dann sind sie im Computer. Ich baue die dann in der richtigen Reihenfolge zusammen und setze auch den Text drüber. Dann gucke ich, ob alles passt und ob es nicht langweilig wird, wenn alles hintereinander ist. An so Stellen, die ich noch verändern will, schreibe ich mir auch immer schon Kommentare ran, damit ich mir das merke. Und so skizziere ich nach und nach das ganze Buch. Das dauert eine ganze Weile, bis ich da mit dem ganzen Buch durch bin. Und in der Zwischenzeit ändert sich auch immer noch mal was. Zum Beispiel hier habe ich zwei einzelne große Seiten erst gehabt, aber dann beschlossen, dass das auch auf eine Seite passt. Spart ein bisschen Platz. Wichtig an einem Buch ist ja auch immer das Cover. Das ist das Erste, was man von einem Buch sieht. Und wenn das hässlich ist, dann will das keiner. Erster Entwurf für das neue Buch, erstmal mit einer Skizze, also mit einer schnellen Zeichnung, wo man bloß erstmal gucken will, ob es irgendwie passt und stimmt und gut aussieht. Sieht aber nicht gut aus. Die Farben sind noch zu dunkel. Wirkt irgendwie traurig.
Die Überschrift ist auch nicht schön, was wir ändern müssen. Müssen will ja keiner was. Jetzt ist umgeräumt, gleiche Idee, aber die Autos sind in den Hintergrund gerückt und die Farben sind eher heller. Man sieht mehr das schöne Gärtchen im Vordergrund. War ich trotzdem noch nicht mit zufrieden? Jetzt ist auch die Überschrift noch ein bisschen freundlicher. Lasst uns alles anders machen. Da muss jetzt keiner mehr was. War ich trotzdem nicht mit zufrieden und das endgültige Ergebnis ist eher so wie das hier. So wird das dann auch ins Buch gedruckt. Jetzt ist die Zeichnung schon die Reinzeichnung, keine schnelle Skizze mehr. Das Gärtchen ist im Vordergrund, die Farben sind bunter und jetzt wird davon gesprochen, dass wir was besser machen können. Erst ganz am Ende, wenn alles richtig stimmt, fange ich an mit den richtigen, echten Zeichnungen, die auch ins Buch gedruckt werden sollen. Und obwohl die später farbig werden, mache ich die auch mit einem Bleistift. Die Farben kommen dann im Computer dazu. Das habe ich mir mal so angewöhnt. Im Computer gibt es ja jede Menge Stifte und Pinsel. Ein Bild ist jetzt deswegen auch nicht schlechter, bloß weil es am Computer gemacht ist. Der Computer ist auch bloß ein Werkzeug. Der Vorteil ist, man kann alles wieder rückgängig machen und es macht keinen Dreck. Der Nachteil ist, man sitzt halt die ganze Zeit am Computer. Manchmal würde ich mir das gerne wieder abgewöhnen und einen echten Pinsel benutzen. Aber weil ich alles sehr schnell machen muss, deswegen benutze ich häufig so eine ähnliche Technik, die schon mal vorher gut geklappt hat und ändere bloß ein bisschen. Wenn ich mit allem fertig bin, dann sieht es ungefähr so aus. Farbige Bilder und kurze Texte zu verschiedenen Umweltproblemen und wie wir es besser machen können. Das Buch gibt es dann im Frühling in den Buchhandlungen und Bibliotheken. Tja, und vielleicht darf es dann auch wieder Lesungen geben und vielleicht bin ich dann auch mal wieder nach Lüneburg eingeladen. Dann sehen wir uns. Bis dahin, halt, stopp, ich wollte noch was zeigen und zwar das hier. Das ist eine Geschichte, die ich als Kind geschrieben habe, so ungefähr in der zweiten Klasse vielleicht, sogar mit einer Illustration. Ich habe in Kapitel 1 angefangen, dann geht es weiter. Und hier ist das Kapitel 2 und da endet es auch schon. Da ist mir anscheinend irgendwie die Puste ausgegangen und ich hatte keine Lust mehr. Insgesamt habe ich aber einfach immer weitergemacht zu zeichnen und was zu schreiben, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Und wenn jemand von euch das auch Spaß macht, dann haltet einfach durch und vielleicht werdet ihr dann später auch Büchermacher. Tschüss!